Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Ja, ich habe nicht mit Pfeilen gerechnet, aber herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Final Fantasy 13. Wir sind hier immer noch im Lichterwald gefangen. Also nicht gefangen, wir laufen hier durch und müssen jetzt hier weitermachen. Wir wollen hier raus. Unser Ziel, also Lightnings Ziel ist Eden. Hope ist an Lightnings Seite und will, tut es für sich selbst. Also er will stärker werden. Es würde ihm auch gut tun, um halt dann auch mal endlich Snow ins Gewissen zu ihm mal zu sagen, was er eigentlich für ein Mensch ist. Weil er hasst ihn. Ja, wir haben letztes Mal viel geschafft. Leider bin ich auch zweimal gestorben. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht mehr. Also da habe ich echt, das war peinlich, muss ich wirklich zugeben. Das war schon brutal heftig, was ich da abgeliefert habe. Habe überhaupt nicht auf die Anzeige geachtet. So, erstmal schön Präventivschlag holen. Auch für ihn ist das sehr gut. So, direkt mal einen Rundumschlag hier rausholen. Damit sie alle schön in den Schockzustand fallen. Aber er jetzt nicht mehr. So ein Scheißdreck. Okay, dann sollten wir Vespid weitermachen. Die ist nämlich noch im Schock. Oh, Feuerer ist übel drauf. So, Vespid ist weg und jetzt können wir in Ruhe auf die Kriecher gehen. Ist auch weg und erledigt. Ja, ich bin echt gespannt, wie die Story hier weitergeht. Das interessiert mich echt. Vor allem, nachdem wir rausgefunden haben, dass Lightning ja doch lieber hätte... Wie kriege ich dich eigentlich kaputt? Ich muss einfach mal hier zwischenlaufen. Diesen Alpha-Behemoth will ich platt machen. Genau. Diesen Behemoth will ich platt machen, weil da ist nämlich was drin. So, Doppelsequenz schnell. So, und jetzt wieder so, damit es nicht so schnell läuft. So, und jetzt loslegen. Er muss einfach ganz schnell in den Schockzustand. Wenn wir das geschafft haben. Oh, Hope ist gleich tot. Können wir jetzt hier Gas geben? Und ich liebe diese Nachsetzen-Attacke. Die ist einfach nur mega. Weil er kommt auch dann wirklich überhaupt nicht zum Angreifen. Das ist wirklich gut. Und er bleibt da oben liegen und fliegt wieder hoch. Ach, das ist herrlich. Und das war's. Nö, das war wirklich nicht schlecht da oben, ne? Muss man wirklich sagen. Das war gut. So, was haben wir denn hier drin? Feines. 1500 Gil, das ist doch mal eine Menge. So, gehen wir erstmal wieder ins Kristarium. Brecher ist ja fertig. Der Verheerer ist fertig. Und jetzt geht's ab hier hin. So, TP steigt. So, da ist auch der Verheerer fertig. Das ist auch fertig. Jetzt machen wir hier weiter. Angriffskraft steigt. TP steigt. Das ist gut. Das braucht der Junge. Er braucht ganz viele TP. Aber man hatte mir gesagt, dass ich einen Carbonreifen mitnehmen soll. Der ist besser als der Silberarmreif. Den müsste ich mir aber erst noch kaufen. Aber ich glaube, ich werde dann den Blitzring und den Flammenring beim nächsten Speicherpunkt verkaufen. Und dann... genug Geld haben. Wir haben momentan 4400 Gil. Vielleicht reicht auch schon einer. Ich brauche aber mindestens 5. Ne, dass ich 5 brauche, ist ja klar für alle. So, das gibt Präventivschlag. Für 3 Stück. Oh, Schockzustand. Ja, ja. So, der erste ist schon mal weg. So, dann nehmen wir uns den nächsten vor. Auch weg. So, das sollte ja alles kein Problem mehr sein. So, Doppelsequenz. Aber wir sollten ihn auch mal analysieren.
Weil ich glaube, die Analyse bleibt ja bestehen und da weiß man, was man zu tun hat, wenn der Gegner dann wieder auftaucht. No problem. Nö, das ist absolut kein Problem hier im Lichterwald. Wir sind zwar zweimal gestorben, aber das war meiner eigenen Doofheit geschuldet. So, wir müssen da lang, also gehen wir erstmal hier lang. Da warten einige Kriecher auf uns. Und ein Behemoth. Das wird lustig. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, das wird echt brutal jetzt hier. Okay, erstmal so. Ich muss mich dringend heilen. Warum habe ich jetzt Hope genommen? Das muss schneller gehen! Fuck! Ach, scheiße. Eine Sekunde zu spät. Ich war mich auf dem Weg zum Heilen. Okay, erst einmal gestorben, direkt in der neuen Aufnahmesession. Auch nicht schlecht. Aber ich will das da haben. Wir können schon mal gucken, was da drin ist. Okay, geht nicht. Ich muss erst gewinnen. Okay, dann gehen wir direkt auf Heiler. Ich muss erstmal heilen. Okay, oder wir machen das anders. Okay, Schnauze voll. Wofür haben wir Odin? Das muss ich sowieso noch halt ein bisschen lernen. Genau. Er kommt mit Blitzka um die Ecke. Okay. Und jetzt setzen wir uns drauf. Also Odin kämpft erstmal für sich und mit dem X-Knopf kann man dann... Aha, so langsam verstehe ich es. Jetzt muss ich das hier erstmal begreifen. Jo, let's ride. Erstmal B. Der Klingsturm. Der Donnerspalter. Der Donnerkeil. Wow. Und... Okay, wenn der Metamorph-Modus links auf 0 geht, dann ist vorbei. Deswegen machen wir jetzt direkt so. Wow. Genau, bis zum nächsten Mal, Odin. Aber das haben wir jetzt gebraucht. Und jetzt drauf, 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 drauf. Warum ist der Schockzustand weg? Okay, ich gehe jetzt komplettes Risiko. Ich gehe weiter, komplettes Risiko. Genau, ich habe auf die Nachsetzattacke gehofft.
Ja, genau. Okay. Das hat doch geklappt. Wir haben es endlich geschafft. Odin war die Rettung. Ja, es ist mir egal, aber es gibt viele Kristallpunkte und Stahltriebwerk. So, was haben wir denn da drin? 8 Fiol Duftöl. Oh, ganz toll. Dafür den Scheiß gehe ich da rein. Accessoire, genau. Dann kann auch Lightning 2 tragen. Wow. So, 20 TP dazu bekommen. Jetzt hat er schon fast so viel wie Lightning. Also er hat sogar mehr wie Lightning. 6 Lebenspunkte mehr. Und dasselbe Spielchen geht von vorne los. Oh fuck. Ist ja langsam nicht mehr lustig, was hier abgeht. Ah, die kloppen sich. Die kloppen sich. Dann gehen wir auch erst auf den Behemoth drauf. Erstmal auf den Behemoth. Der muss weg. So, und jetzt... Okay, wieder auf den Behemoth. Einfach auf den Behemoth. Und jetzt wieder auf Schakal. Jetzt müssen wir die Schakale töten. Oh, fuck. Weil die Schakale mit ihrem Gift sind schon brutal heftig dann, wenn die anfangen. Okay, nur noch einen. Autsch. Okay, das sollten wir jetzt aber auch locker erledigt haben. Die Metapunkte sind aber leider gleich alle. Hui. Das war heftig. Aber wieder viele. Dunkelzahn. Und das war's hier. So, da geht's hoch. Ich will aber... Ja, aber ich will erstmal hier gucken, ob hier noch irgendwas ist, mein Freund. Und das war gut, dass ich da erstmal gucke. Ach du Scheiße, ich dachte schon zwei Behemoths. Okay, noch haben wir ein bisschen Leben. Oh, das war aber diesmal schnell genug. Okay, das kann ein bisschen dauern. Just hang on. Autsch. Oh, jetzt aber mal auf Behemoth hier drauf. Und wenn der weg ist, sieht schon besser aus.
Okay, das sollten wir hinkriegen. Gute Sache. Halleluja. Okay, los geht's. Wiedersehen. Gibt zwar nicht 5 Sterne, aber Hauptsache geschafft. Puh, war aber auch ab und zu mal ganz schön knapp. Schmutzgrille und Reptilienschweif. Was haben wir hier drin? Ein Schutzamulett. Massiver TP-Verlust führt einmalig Flor aus. So, erstmal hier Kristallium weitermachen. Ich brauche das zweite Accessoire. So, das hätten wir jetzt fast. So, das haben wir jetzt auch fast. Okay, das läuft. So, hier Lightning Hope ist wahrscheinlich schon oben. Ich hoffe, da kommt gleich noch ein Speicherpunkt auf mich zu. Damit ich die Carbon-Armreifen kaufen kann. So. Hier ist nichts. Okay, weiter geht's. Da geht's wieder lang. Geht's jetzt noch weiter runter? Ja, Hope, wenn du nicht mitkommen willst, ne? Ich gehe hoch. Also, ne, bis dann. Da warten die nächsten Gegner plus Speicherpunkt. Gut. Optimierungsareal. So, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Geschäften. So, der Carbonreif. 1500. Wir kaufen. Wir wollen erstmal was verkaufen. Zwar Accessoires. Das Erzwissen behalte ich, aber der Blitzring kann weg. Der Flammenring kann weg. Erhöht die Resistenz gegen Gift um 30%. Ja, das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Dann werden wir jetzt erstmal 2 Carbonreifen kaufen. So, die werde ich jetzt erstmal anlegen. So, jetzt hat sie 800. So, er kriegt auch den Carbonreif. So, dann wieder zurück. Verkaufen. Der Silberarmreif kann weg. Der Blitzring kann weg. Jetzt haben wir da 4800. Das heißt, ich kann jetzt noch genau die 3 holen. Für die anderen. Wenn die irgendwann mal wiederkommen. Aber Hauptsache, ich habe sie da. Aber es ist logisches Denken, was bei mir gerade abläuft im Kopf. So, neue Waffen gibt es nicht, ne? Nein. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir dann auch direkt modifizieren. Accessoires. Carbonreif Nummer 1. So, schon mal auf Stufe 2 gebracht. Ja, dann bringen wir es direkt auf Stufe 3. Und das machen wir jetzt auch hier. So. Stufe 2. Und Stufe 3. So wollten wir das doch haben. Und dann natürlich, nicht vergessen, speichern.